Herzlich willkommen zum VBU-Podcast Marken- und Unternehmenskommunikation mit unserem Kollegen Ralf Haßfort. Mein Bereich ist die B2B-Marke und beim letzten Mal habe ich Ihnen erklärt, was meine Aufgaben sind, wann ich in Ihr Unternehmen komme und Sie unterstützen und beraten kann. Heute möchte ich Ihnen was anderes vorstellen, das Markenumfeld. Der Ort, die Umgebung, wo Ihre Leistung, Ihr Produkt als Marke verankert werden müssen. Was spielt mit rein? Was ist schon da? Was findet man, wenn man dort analysiert? Schauen wir mal uns das Umfeld näher an. Ihre Marke steht einem Markt, einer Zielgruppe gegenüber. Wer ist Ihr Ansprechpartner im Markt? Dieses Gesamtding Markt, dieses bestehende Kunden, mögliche Kunden, Interessenten, Leute, die es sich nie leisten können, Leute, die auf die sich schon lange warten, dass sie einfach vorbeikommen. Wer ist die Zielgruppe? Wir müssen sie rausfinden. Wie funktioniert der Einkauf ihrer Produkte? Was brauchen die? Was wissen die? Ist es Forschung und Entwicklung, die dahinter stecken? Sind es die Ingenieure? Ist es der Mitarbeiter am Band selber, der in die Fertigung Einfluss nimmt? Oder sitzt dort der Einkäufer, der kaufmännisches Wissen hat, aber nicht mehr die Produkttiefe oder gar die Spezifikation wirklich benennen kann? Das müssen wir vorher ergründen. Daraufhin zielen muss Ihre Marke. Wenn wir dort einen Moment erreichen, können wir aus dieser Zielgruppe halt auch wirkliche Kunden machen. Das ist ja unser Bestreben. Produktleistung. Die Anforderung und die Entwicklung der Produkte, der Leistung. Das, was abgefordert wird von dem, der es einsetzen möchte. Da müssen wir schauen. Das muss unsere Marke nachher auch versprechen können und halten vor allen Dingen. Wenn wir halt hier eine Anforderung, eine Entwicklungsrichtung, Strömung halt ausmachen, müssen wir gucken, dass wir mit unserer Marke diese auch aufnehmen. Es gibt einen Wettbewerb. Sie sind nicht allein im luftleeren Raum und können diese beiden beliefern, sondern es kommt der Wettbewerb dazu. Wir stehen im Wettbewerb. Womit grenzen wir uns ab? Was macht unsere Marke zu dem Besonderen? Was können wir nach außen geben, was uns wichtig erscheinen lässt, was uns in die Zielgruppe hineinträgt und dort im Gedächtnis verankert? Was sind die Sachen, die uns solitär dastehen lassen? Ja, das ist halt die Frage, wenn ich ins Markenumfeld schaue. Dann haben Sie Kunden und die haben eine Meinung. Die wollen wir wissen, auf die wollen wir eingehen können. Warum? Ganz klar. Wenn da halt ein Kunde eine Empfehlung ausspricht an seinen Kollegen, an das Umfeld in seinem Netzwerk, wird es ein umso besserer Punkt sein, als wir ihn je durch Telefonate oder ähnliches halt erreichen können. Allerdings kann die Meinung auch negativ gefärbt sein. Und dann müssen wir Argumente finden, die unsere Marke stärken und genau dieses aufgreifen können, vielleicht widerlegen, vielleicht aber auch aus diesen Schwächen Stärken generieren. Das ist halt Aufgabe, der wir entgegenstehen. Medien gehören zu unserem Markenumfeld. Wir haben einen großen Wandel der Medien. Fachzeitschriften nehmen in unendlichem Maße zu, die Leserschaft ab. Wir steigen immer stärker in Blogs, in Social Media mit ein. Wir haben Plattformen, auf denen über unsere Marke, über unser Produkt gesprochen wird. Wissen wir schon davon? Wie bedienen wir diese Medien? Geben wir Filme über unsere Produkte, über unsere Leistung, über unsere Marke? Sind dort die richtigen Begriffe drin definiert? Findet man sie wieder? Findet man, wenn man eine Websuche macht, unsere Marke als erstes? Wie müssen wir damit umgehen, damit aus Produkt und Idee halt auch wirklich im Markt Wissen entsteht, dass wir es sind, die es liefern und leisten können? Das Markenumfeld. Wer ist der Markt?
Wo ist der Markt? Wer ist der Kunde? Welche Sprache brauche ich? Sprechen die noch Deutsch? Spricht man dort Englisch? Ist es halt ins Türkische, weil wir Zulieferer sind und die Firma, die produziert, eigentlich schon weitergezogen ist? Kommen wir hinterher? Können wir dort unsere Logistik auch hinsenden? Wie wird über unsere Marke dort kommuniziert? Müssen wir auf soziale oder politische Komponenten achten? Wie geht man mit Bildern im Arabischen um? Kommen wir so weit? Können wir dort auch hin liefern? Können wir dorthin erstmal kommunizieren? Das kann unsere Marke und unser Markenkern halt ja mittragen. Ein Grund, uns halt um Markt und Medien zu kümmern. Sind unsere Begriffe und Bilder noch aktuell? Passen sie da noch ein? Lassen Sie uns gemeinsam dran arbeiten. Ich freue mich auf Ihren Kontakt.